Hi, ich heiße Andi und falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin der Typ, den man den Meister der Anmoderation nennt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 50 Fragen zu mit Bram, Peter, Christian und Jay. Hallo. Hallo Andi. Hallo. Auch genannt Meister der Anmoderation. Richtig. Und heute gibt es eine Folge 50 Fragen zu ikonischen Videospielen. Da könnt ihr auf jeden Fall abräumen, bin ich mir ziemlich sicher. Schüli hat das Ganze vorbereitet. Vielen Dank dafür. Danke, Schüli. Ja, Peter, musst du gewinnen, ne? Ja, mal gucken. Guck ist da. Wenn das 80er-Jahre-Spiele sind, wissen wir ja, wer der Meister ist. Ja, die sind ja nicht ikonisch. Wer Ach denn? So. Ja, du hast doch 80er-Jahre-Quiz gewonnen. Ja, weil ich 5 Spiele erkannt habe oder so von 30. 5 mehr als wir. Ja, genau. Es ist so, wir arbeiten uns quasi in der Historie nach vorne. Also wir werden immer aktueller. Wir beginnen früh und enden in der Jetztzeit. Vielleicht gibt es ja jetzt auch Spiele, die jetzt schon ikonisch sind. Okay. Also könnt ihr mal gespannt sein. Nee, wir beginnen nicht, glaube ich nicht. Mal gucken. Wir beginnen mit der ersten Frage. Pong gilt als Urvater der Videospiele. Welcher Entwickler war dafür verantwortlich? Jay. Keine Ahnung, Atari. Das ist richtig, das sind 4 Punkte. Ach so, es ging um die Firma. Ich dachte, der Mensch. Ja, die Firma. Kinder, der Mensch, also das, Aliens halt so haben das nicht entwickelt. Ja, ich dachte, der Name des Entwicklers und nicht des Entwicklerstudios. Der hieß bestimmt Jim. Ich bin ja noch gerade meinen Schreibtisch am Umräumen, Wieso räumst du deinen Schreibtisch schon während der Quiz-Sendung? Weil ich halt... Auf Lock wird er nochmal nebenbei. Weil hier noch meine Maus da nicht so geil sitzt, das nervt mich. Da stand das Stream Deck im Weg und dann... Bei Wetten, dass nochmal schnell die Couch aufgeräumt hat. Ja! Den muss ich hier gerade noch ein bisschen umräumen. So. Okay. Wir sind übrigens im Jahr 1972, ne? Und wir arbeiten uns jetzt, wie gesagt, nach vorne. Das heißt, wir gehen jetzt ins Jahr wahrscheinlich 1973. Nächste Frage. Nee, guck mal, wir sind schon im Jahr 1980. Jetzt ging schnell. Ja, Sprünge sind da. Ja, da ist ja auch nicht viel Ikonisches sonst erschienen, muss man sagen. Also, wenn keine Frage zur findet, neben dem PlayStation 2 kommt, bin ich traurig. Ich auch, ja, das könnte ich beantworten. Von welchen Wesen wird Pac-Man in den Labyrinthen verfolgt? Ah, Jay. Geistern. Jay ist auch echt schnell. Genau, beziehungsweise Gespenstern, je nachdem. Ja, sehr gut. Frage 3. Wie? Da machen wir auch eine. Nehmen wir mal eine Schätzfrage draus. Bitte eintippen. Wie viele Spuren hat die mit Kraftfahrzeugen befahrene Straße, die der namensgebende Frogger sicher überqueren muss? Tipp das bitte ein. Das ist ja 1981 übrigens. Das weiß man natürlich. Na klar. Ändert sich aber das nicht pro Level? Nee, wahrscheinlich das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Ändert sich das nicht pro Level? Scheinbar ja nicht. Alle haben eingeloggt. Wir haben einmal die Antwort 6 von Christian, zweimal die Antwort 8 von Bram und Peter und 10 kommt von Jay. Und es waren tatsächlich 5. Oh, also weniger als ihr dachtet. Aber wie gehen denn 5? Da müssen also 3 hin, 2 zurück? What the fuck? Ja, geht doch. Das ist einfach asynchron, die Straße. Ja, aber dass die damals schon solche Schnelligans gemacht haben, ja, das finde ich ja krass. Vielleicht sonst wäre doch der Speicher hin und zurückgemacht und gewechselt. Dann würde 5 ja eigentlich ganz gut hinkommen. Scheinbar, ja. Also so war es, zumindest im Jahr 1981. Wir gehen zur Frage 4. In welchem Land wurde die erste spielbare Version von Tetris fertig? Ach, dammit. Rammen. Das war die Sowjetunion und der Film Tetris ist grandios auf Apple. Richtig. Auf Apple, den kannst du woanders gucken. Ja, bestimmt, aber ich hab den da gesehen. Wie sehr hat dir das wehgetan? Gar nicht. Warum soll mir das wehtun, dass ich Sowjetunion hat gemeint? Weil du ein Apple-Hater bist. Ach so, ja, nee, das ist ja vorbei. Ich bin alt geworden. Ich kann ja mal, weißt du, irgendwann muss man den Hass auch mal zur Seite legen, ne? Und einfach anerkennen, dass das halt ein Scheißprodukt ist. Oh! Sehr gut. Wir sind übrigens im Jahr 1984, wir gehen jetzt zur Frage 5 ins Jahr 1985. Wie heißen die kugeligen Fische in Super Mario Brothers? Es gibt sie unter anderem in den Farben Grau und Rot. Und einige können sogar springen. Aha. Okay. Goombas heißen die, ne? Ja, das sind wahrscheinlich nicht Kugelfische. Ich glaube, die heißen Goombas. Oder Koopa. Kugelwillis heißen die, glaube ich. Wer ist nochmal der immer klatscht? Lakitu? Ah, Lakitu, genau. Peter. Ja, den sehe ich so selten. Ha! So ein Lügner. 5, 4. Den siehst du bei jedem Start, Peter. 3, ja, das stimmt. 2, 1 und ich schließe die Frage. Cheep Cheep. Ach ja, der Cheep Cheep. Oh mein Gott, deswegen heißt die Scheiße. Oh, Cheep Cheep.
Aua! Sepp hätt's gewusst. Ja, Sepp hätt's gewusst und scheiße. Tja. Peter, aktuell 0 Punkte. Ja, ich bin nicht gut heute, ne? Du langsam hast ja auch auf dem Thumbnail dieses Frage riesige 4. Ding. Aua. Wart mal ab, bis die Spiele kommen. Wir arbeiten uns ja immer weiter nach vorne. So langsam werdet ihr ja auch geboren, dann könnt ihr das wissen. Wir gehen wie so langsam? Ich bin schon lange da. 1987. Welche vier Elemente, die die Welt von Feuer, Erde, Wasser, Wind. Das ist richtig, genau. Ja, welche vier Elemente gibt's sonst? Krass, ich dachte, es gibt noch Blitz. Was? Also, keine Ahnung, kenn ich nicht. Geht um Final Fantasy. Oh. Ja. Moment, was? Was war die Frage? Welche vier Elemente, die die Welt von Final Fantasy beherrschen, geraten zu Beginn des ersten Spiels aus den Fugen? Erde, Feuer, Wasser und ja, das ist natürlich offensichtlich. Okay. Ich als Final Fantasy Main weiß das natürlich, wie das in Final Fantasy 1 war. Wir gehen zu Frage 7 und zwar ins Jahr 1989. Ach. Und das ist jetzt eine. Wurz, ja. Also, ihr tippt bitte wieder den richtigen Buchstaben ein. Vorher dürft ihr nicht buzzern. Da habe ich, glaube ich, meinen Gameboy bekommen, 89. Also eigentlich doch ein gutes Jahr, oder? Das nicht? Stimmt. Jetzt musst du das abwägen zwischen Jace, meine Geburt und du kriegst einen Gameboy. Hallo, der Gameboy war mir heilig. Der schlägt sogar uns. Welches vorgefertigte Szenario gibt es im ersten SimCity nicht? Und ich gebe euch jetzt Antwortmöglichkeiten von A bis F. Bitte eintippen. Was? Da kann ich mir nie merken. Bei SimCity nicht. Gab es das Erdbeben in San Francisco nicht? Oder B, den Wiederaufbau von Hamburg nach dem Zweiten Weltkrieg? Oder C, den Monsterangriff auf Tokio? D, den Hurricane in Miami? E, den Niedergang der Automobilindustrie in Detroit oder F, einen UFO-Angriff in Las Vegas. Also A, Erdbeben in San Francisco, B, den Wiederaufbau von Hamburg, C, Monsterangriff in Tokio, D, Hurricane in Miami, E, Niedergang der Automobilindustrie oder F, UFO-Angriff in Las Vegas. F. F, ja. Boah. Nur eins gab's nicht. Ah, ein neuer Game. Okay, na komm. Reddit-Schreiber ist verfügbar. Ich weiß es nicht. So eine Sache finde ich halt super strange, die darzustellen. Was ich wieder anstrengend finde, ist, dass er SimCity gesagt hat. Das heißt SimCity. Das ist natürlich super anstrengend. Also die Klappe, jai. Komm, log ein. Und dann hast du da noch eine SIM-Karte? Ich habe das schon lange nicht mehr gesagt, das Wort fällt mir gerade auf. Nee, ich sag SIM-Karte also tatsächlich. Mein Handy ist eine SIM-Karte. Ja. Stimmt. Ja, komisch. Jay, bist du fertig? Ja. Okay, danke, dass du es mir auch mitteilst. Entschuldigung, dass ich vergessen habe zu klicken. Nachdem Andi dich drum gebeten hat. Ja. Tut mir unfassbar leid. Wir haben dreimal die gleiche Antwort. Und zwar ist das B, den Wiederaufbau von Hamburg nach dem Zweiten Weltkrieg. Das sagen alle außer Brammen. Denn der sagt E, den Niedergang der Automobilindustrie in Detroit gab es nicht. Also Detroit gab es als Stadt, meine ich. Oder? Das mag sein. Das sind halt alles so, das sind alles so amerikanische. Szenario gab es nicht. Nein. Das waren alles so amerikanische Szenarien, fand ich. Ja, für Tokio vor Las Vegas. Ja, okay, das ist das Einzige, was aus der Reihe fiel. Und Hamburg. Ja, also, genau. Bram, den Niedergang der Automobilindustrie in Detroit gab es tatsächlich als Szenario im Spiel. Und den Wiederaufbau von Hamburg nach dem Zweiten Weltkrieg. Auch. Gab es auch. Den Hurricane in Miami gab es nicht. Niemand bekommt Punkte. Belastend. Als ob die da nur extra Grafiken für so alte Sachen gemacht haben, für nach dem Zweiten Weltkrieg. Da kann ich mich tatsächlich nicht dran erinnern. Ich dachte halt, Hamburg, wie willst du denn so das darstellen? Weil du hattest ja diese Top-Down-Ansicht mit diesen ganz simplen Gebieten. Krass. Ja gut, dann musst du ein paar Puffs von oben darstellen, ein paar Schiffe. Dann ist Hamburg. Ach, relativ eindeutig. Da ist Pit der Pimp auch dann gewesen. Hast du ein Problem? Geh weiter. Frage 8. Wir gehen ins Jahr 1991. Im Jahre 1991 erschien das ikonische Street Fighter 2 in seiner ersten Edition. Hadouken. Oh ja, das ist gut. Nö. Schade. Dann Shoryuken. Komm, try it. Auf unter anderem dem Super Nintendo. 8 Kämpfer standen euch am Anfang zur Verfügung. Nennt mir sie bitte. Und alle? Es ist eine Multibuzzer-Antwort, das heißt eine Antwort. Kannst du sowas nicht vorher sagen? Das steht hier nicht. Ich kann sie dir auch alle nennen. Ich kann sie dir auch alle nennen, ist mir egal. Komm, wir fangen an immer mit nur eins. Wir fangen an mit Ryu.
Ja, der ist dabei. Ja, richtig. Japan. Christian. Ken. Ken ist dabei, USA. Jay. Zangief. Das ist auch richtig, Russland. Ach Jay. Komm, nee, jetzt E-Punkt nicht wieder. Honda. Okay. Auch Japan. Chun-Li. Was hast du gesagt? Chun-Li. Ja, genau, für China. Peter. Blanca? Blanca ist auch dabei, für Brasilien. Ja. Richtig. E-Guil. Guil, der Ami. Geil. Genau, USA. Dalsim. Ey, das kann nicht wahr sein. Was soll das denn? So, das waren jetzt auch, glaube ich, alle. Deswegen. Jetzt darfst du Christian. Das ist ja wohl ein Witz. Deswegen, ich mach den weg. Ich hasse diese Multibuzzer-Runden. Das ist ein faires Buzzer-System, Christian. Du bist einfach nur zu langsam. Ey, wir können auch gerne mal so einen Freeze einbauen, dass, wenn ihr gebuzzert habt, 2 Sekunden ihr nicht buzzern könnt, damit die anderen eine Chance das haben. Das wäre ja mal krass. Kann ich gerne einbauen. Wir gehen zu Frage 9. Das 2D Jump'n'Run für den Sega Mega Drive kommt mit 7 Zonen daher, die meist jeweils 3. Christian. Was den Namen noch nicht gesagt? Ich weiß nicht, welche Zonen das sind, aber es gibt ja nur Sonic. Das ist falsch. Schade. Die meist jeweils 3 Zonen enthalten. Mit 7 Zonen, die meist jeweils 3 Level enthalten. Wie heißt die erste Zone? Von fucking Sonic the Hedgehog oder was? Ja, aber von welchem Spiel denn überhaupt? Ja. Das sollte man vielleicht auch dazu sagen. Sonic the Hedgehog von 1991. Ja. Das kann man gerne in die Frage einbauen. Wie heißt die erste Zone? Für mich so gescampt. Ich formuliere die Fragen nicht. Ja, ja, alles gut. Keine Ahnung, ich habe da nie gespielt. Wie könnte die erste Zone wohl heißen? Start. Brabben. Startzone. Nein. Da kann man so eine Antwort geben. Ja, nicht. Ich versuche hier wenigstens mitzuspielen, Peter. Ne? Warte. Ich habe auch 6 Punkte, ich bin froh, dass ich gerade 0 mehr habe. 7 Zonen, A3-Level. 7 Zonen mit jeweils 3 Leveln, genau. Christian. 0-1. Nein. Oh, auch nicht schlecht. 1-1. Nein. Schade. Das wäre Super Mario Pontor gewesen. Ich dachte, die haben es einfach geklaut. Das hat tatsächlich da auch irgendwie... Ja. Azuria City heißt. Aber das Level heißt doch meistens irgendwie. Ich ist doch bei Super Mario Bros. Da ist doch wahrscheinlich so Grasland. Also World 1. Das weiß keiner, Andi. Nee. Ich merke schon. 5, 4, 3, 2, 1. Ich schließe die Frage. Ich verstehe auch nicht, wieso was in die ikonische 50-Frage-Spielreihe reinkommt. Wir sind ja noch im Jahr 1991. Das ist, also Jay, du hast eben Gras, was hast du gesagt? Grasland. Grasland wäre ja gar nicht so schlecht gewesen. Die Green Hill Zone wäre es gewesen. Da war ich ja, also hättest du durchgehen hätte lassen. Hätte Andi durchgehen lassen. Ja. Was bist dir denn so? das war eine Ironie, dass du es hättest durchgehen lassen. Frage 10. So, wir gehen ins Jahr 1991. Lemmings sind wir doch schon. Ist ein Spiel der Entwickler von Grand Theft Auto. Doch was ist das Spielprinzip? Christian. Naja, du musst die Lemminge durch das Level bringen, ohne dass möglichst viele sterben. Ja, das wäre gesucht. Richtig. Sehr gut. Aber es hat viel mehr Spaß gemacht, wenn die gestorben sind. Wie die immer runtergefallen sind, dann zerplatzt sind. Klatsch. Frage 11. Dass es da keinen Neuaufleger von gegeben hat in den letzten 10 Jahren, wundert mich auch ein bisschen. Doch, als hier Handy-App gibt es das, Neuaufleger. Das habe ich mal gespielt, sogar eine Zeit lang. Tinder. Oh. Wir gehen ins Jahr 1992 und das ist jetzt auch wieder eine Multibuzzer-Frage. Ah, danke dir. Okay. Ja, und ja, zwar, Job, es geht um Super Mario Kart. Der erste, Jay. Toad. Oh. Das ist richtig. Donkey Peter. Kong. Donkey Kong ist richtig. Mario. Mario ist richtig. Peter. Luigi. Auch richtig. Yoshi. Jay. Yoshi ist auch richtig. Princess Peach. Auch richtig, fehlen noch 2. Super. Auch richtig. Christian. Bowser. Auch richtig, das waren alle. Ich bin einmal durchgekommen, Wahnsinn! Ich habe auch nicht mehr gedrückt, ehrlich gesagt, bei Bowser, weil ich das nicht mehr wusste. Ja, also es wären die 8 Charaktere gesucht gewesen, die habt ihr auch alle genannt, sehr gut. Das sind aber wirklich ikonische Spiele, möchte ich an der Stelle sagen. Frage 12. Mario Kart auf jeden.
die DJ gefallen, sind ikonisch, der Schmutz. Wir bleiben im Jahr 1992 so und wir gehen zu Mortal Kombat. Ja, klar. Ach du Scheiße. Ah, Multibuzzer-Runde. Nein, ganz normal. Ja, sorry, Christian. Schade. Wie heißt der Ninja-Kämpfer des chinesischen Jay? Liu Kang. Nö. Weiß ja nicht. So. Des chinesischen Lin Kuei-Clans. Oder Kuei-Clans. Wahrscheinlich Lin Kuei. Ja. Lin Kuei. Wie heißt was? Scorpion. Nein. Der Scorpion heißt? Wie heißt der Ninja-Kämpfer? Ja, was weiß ich. Was ist denn Ninja-Kämpfer? Es sieht ja noch aus wie ein Ninja. Ja, da. Bram. Sub-Zero. Das ist richtig. Ja. Nice. Okay. Sub-Zero. Ja, jo. Scheiße, Ice. Wie hieß denn der? Aber hieß der Liu Kang? Ja, Liu Kang habe ich auch gedacht. Okay. Aber Liu Kang. Ja, das ist doch hier, das ist doch hier das Ding. Lore-Verschnitt oder Bruce Lee-Verschnitt gewesen. Mhm. Gehen zu Frage 13. Wir bleiben im Jahr 1992. Kirby's Dream Land. Oh, okay. Toll. Kirby's Fat Abenteuer. Bird heißt das Team. Startete im Jahr 1992. Was für eine Art war der erste Boss? Ein Baum. Oh. Dem man begegnet, ein Baum ist richtig. Hey, woher weißt du das? Weil ich das Spiel gespielt habe, die ikonische Spiele habe ich gespielt. Ich glaube, der ist sogar auf dem. Ist der nicht sogar auf diesem Cover drauf? Keine Ahnung. Ich habe das nicht gespielt. Also, wir gehen zur Frage 14. Jay führt aktuell mit 62 Punkten schon nach 13 Fragen. Christian mit 20, Bram mit 18, Peter mit 17. Die Multibuzzer-Runden holen das halt raus. Ne? Ja, scheinbar. 1993 mit FIFA International Soccer veröffentlichte EA Sports die erste Fußballsimulation der großen Reihe. Für welche Plattform erschien das? Christian. Super Nintendo. Nein. Für welche Plattform erschien das Spiel? Game Boy. Ich kenne das gar nicht. Auch nicht. Als erstes. Oder noch? Ja. Sega Mega Drive. Ja, genau. Ah, okay. Na stimmt, so viel gibt's sonst nicht mehr. Ja. So viel. Ja, es gibt irgendwie so Konsolen, da, die kriegst du mal dann die Namen gesagt und denkst so, okay, habe ich noch nie von gehört, aber scheinbar gab's die da. Meine Brüder hatten mal auf dem Game Boy irgendwie so ein Fußballspiel, wo du wirklich dann auch die Leute wegboxen konntest. Ja klar, das gab es auch für den Game Boy. Das habe ich aber nicht heißt das denn noch? Habe ich gesagt? Habe ich nicht? Ich meinte Game Boy. Ja, ja, hast du auch gesagt. Okay. Ja, wie hieß das? Ich dachte gerade so, ich habe was anderes gesagt. So, das gibt's ja auch für Game Boy. So, ja, genau World das meinte ich. Ja, genau das ist es, glaube ich. Das ist super gut. Oder? Ich glaube schon. Ja, Frage 15, 1994. In der. Oh, auch wieder Multibuzzer-Runde. Ja. Ja, jawohl. In der Standard-Edition vom ersten Need for Speed gibt es 8 verschiedene Fahrzeuge. Christian. Ich sag mal ein Lamborghini Countach. Ein Lamborghini ist richtig. Rahmen. Porsche. Porsche ist auch richtig. Christian. Oh, hatten die auch, weiß ich nicht, Ferrari. Ferrari auch, ach, komm Jay. Mal. BMW. BMW ist nicht dabei. Mercedes. Mercedes ist auch nicht mehr dabei. Brammen. Ein Dodge. Dodge Ramp heißt der, glaube ich. Es ist Dodge Ramp. Viper, lasse ich gelten, ja. Okay, Jay. Cool. Ford. Ford ist auch nicht mit dabei. Aston Martin. Ist auch nicht dabei. Christian. Toyota. Ja. Oh. Honda. Oh, was? Honda ja, klar, auch, ja, noch 2, Christian. Mitsubishi. Nope. Kein Lancer? Echt. 2 Toyota müsste der Supra gewesen sein, oder? Nissan. Ah ja, der NSX. Nein. Volkswagen. Auch nicht? Nein. Keinen? Okay, krass. Ah, was haben wir denn noch? Was gibt's denn noch für Automarken? Gibt's denn noch so, auch so geile Sportskarren? Haben wir schon Audi? Nein, aber ist auch nicht dabei. Kein deutsches Auto, oder was? Porsche ja, war Porsche. Dabei. Ja, ja, Porsche ist Porsche, dabei okay. gewesen. Peugeot. Nein. Oh, nee, natürlich nicht. Renault. Auch nicht. Er ist Alpine. Also das eine ist Christian? Der war 100 Pro nicht dabei. Alfa Romeo. Auch nicht. Bram. GM. Also General Motors. Nein. Es ist Opel. Christian? Damit, jetzt weiß ich nicht mehr, was wir schon gesagt haben. Mazda. Mazda, ja. Noch nicht, MX, ne? MX richtig. 5 oder sowas. Einer fehlt noch. Ein Hersteller fehlt noch. Das ist eine US-amerikanische Automarke. Kennt ihr alle?
Christian. Chevrolet? Ja, genau. Ah, nice. Ja. Die Corvette. Sehr gut. Das waren alle. Frage 16. Das war eine blöde Multibuzzer-Runde. Das war richtig gut. Ja, Christian hat einige Punkte gemacht hier. Wir gehen ins Jahr 1995. Command & Conquer, oh, der Tiberium-Konflikt. Ja, das erste Spiel der Reihe. Und es gab einen großen Unterschied zwischen der weltweiten und der deutschen Fassung. Rammen. In der deutschen Fassung gab es keine echten Menschen, sondern nur Roboter. Wenn man die platt gefahren hat, haben die so ein Mülleimergeräusch gemacht, wenn man so Dosen zertritt, sag ich mal. Also Dosen. Genau, ja. Lass ich so gelten, genau. Die Infanterie hat aus Androiden bestanden. Die hatten, glaube ich, auch grünes Blut oder so, ne? Ja, stimmt. Echt? Das hat sich auch noch durchgezogen, ja, bis Generals auch. Ja, bis Generals, Alter, die fahren in Fässer da. Dieses grüne Blut hat sich irgendwann sehr etabliert in den Spielen, auch in den Ego-Shootern oder so. Seifenfilter oder so? Frage 17. Wieso braucht Seifenfilter? Wir gehen zu Super Mario 64. 96? Welchen, krass. Ja, welchen bekannten Charakter oder Mario. König Bomb-Omb. Nein. Aus der Super Mario-Reihe trifft man im ersten 3D-Mario auf dem Schloss von Prinzessin Peach, nachdem man alle 120 Sterne gesammelt hat. Jay. Yoshi. Das ist, glaube ich, richtig, ja. Scheiße. Genau. War so langsam, Mann. Langsam, Mann. Ist auch ein geiler Superheld. Immer in Zeitlupe. Frage 18. 1996 im Spiel Diablo gibt es drei grundsätzliche Arten von Christian. Von Zaubern? Scheiße. Ich sag mal Feuerball. Nein. Peter? Feuer, Eis, Blitz. Nein, das ist nicht die Antwort. Dammit. Gibt es drei grundsätzliche Arten von Zauber? Eines. Zauberin. Nein. Eines ist der generelle Magiezauber, eines ist der Feuerzauber. Wie heißt der dritte Zauber? Ach, Blitzzauber. Ja, genau. Der Blitzzauber. Ah, Blitzzauber. Ja, das wollte ich sagen. Gab es nicht noch Eis? Hatte ich auch beim ersten Kopf gehabt. Vielleicht im ersten Jahr noch nicht? Nee. Das ist ja auch egal. Ich dachte erst, es wird auch nach dem Butcher gefragt. Frage 19. Wir bleiben im Jahr 1996. Im Februar des Jahres erschien in Japan die erste Generation der Pokémon-Spiele. Ich will beide Brammen. Rot und Blau. Nein. Nee, das war ja nicht in Japan. Rot und Grün. Oh Gott. Genau, Rot und Grün. Das war alles daran. Das ist traurig, sein Vater ist. Ja, aber dann haben sie gemerkt in Europa, dass halt grün scheiße ist, weil dieser Samen da drauf ist und deswegen haben sie Shigi genommen oder Turtok. Ja, also Blau erschien in Japan erst im Oktober 1996 und Grün schaffte es später nicht nach Europa. Ja, weil Bisasam und Bisasam Trash ist. Immer dieser Bisasam-Hate von Jay ist schon echt immer hart. Ich hab den immer genommen. Frage 20. Und wir machen daraus eine Multibuzzer-Runde. Natürlich machen wir sie daraus. 1997. In welchen drei fiktiven, aber nachempfundenen Städten spielt das erst Jay? Los Santos. Das ist falsch. Das erste GTA. Das ist Christian. GTA. New York. Was? Wie, also ich hätte gerne die Namen im Spiel. Ach so, Liberty City. Ja. Rammen. Vice City. Richtig. Oh, und? Ach scheiße, der hat Los Santos schon gesagt. Los Santoria. Nein. San Andreas. Ja, das sehr, war's. Sehr gut. Genau. Richtig. Sehr gut. Frage 21. Wie, 1997, wie heißt der Entwickler, welcher bereits Harry. Seit 1997 hinter der Rennspielreihe Gran Turismo steckt? Christian. Ist er nicht Sony einfach selber? Nee. Nein. Peter. Polyphon. Das lasse ich so gerne. Polyphonie. Das lasse ich so gerne. Genau. Natürlich. Oh, das ist aber was Gönner, ein Gönner der wieder, der Andi. Was für eine eigentlich komplett falschen Antwort, ne? Da habe ich noch nie von gehört. Das ist ja krass. Frage 22. Wir gehen ins Jahr 1997. Beziehungsweise, da waren wir, glaube ich, eben auch schon. Aber so eine Frage, da konnte Peter. Jetzt kommt die Final Fantasy-Frage, Freunde. Ja, da konnte ich glänzen, weil ich nicht schnell sein musste. Das ist so Knowledge. Ne, das ist Knowledge einfach, was du da hast.
Jetzt. Das, mein Gott. Und? Da kannst du es keine Punkte snacken, Peter, weil ich glaube, Polyphone oder Polyphonie hätte nie ein anderer gesagt. Nee, deswegen, das ist halt das wirklich ist das tiefe Wissen. Wissen, ja. Jetzt hört genau zu. Neben Mario Kart war vor allem Diddy Kong Racing einer der großen Funracer auf dem Nintendo 64. Es gilt bis heute als eines der besten seines Genres. Als Fahrer gab es nie Brammen. Schade. Als Fahrer, ja, ich sag trotzdem Donkey Kong. Nein. Okay. Funky Kong. Nein. Als Fahrer gab es neben Diddy Kong den Affen, Banjo, den Bären und Conker, dem Eichhörnchen, auch tierische Fahrer wie einen Tiger, einen... Oh, scheiße. Jetzt Krokodil gesagt, einfach mal, keine Ahnung. Nein. Einen Waschbär, eine Maus, eine Schildkröte und ein Krokodil. Ja. Einen tierischen Fahrer konnte man freischalten, indem man einen bestimmten Frosch überfahren hat. Welche Art... Christian. Das war bestimmt ein Rhino. Nein. Den hast du noch nicht gesagt, oder? Kram. Das war dann halt auch ein Frosch. Nein. Das war dann ein Strauß. Nein. Hä? Welche Art von Frosch? Ihr sagt Strauß und Rhino. Achso, welche Art von Tier dachte ich kommt? Scheiße. Welche Art von Tier war dieses? Ja, ihr, der hat einen Frosch überfahren, Jonathan. Hör doch mal zu. Er hat einen Frosch überfahren, ja, aber welches Tier schaltest du denn frei? Jay. Ich sage Schwertfisch. Ja, der Schwertfisch. Nein. Was ist der Mist? Delfin. Auch ich. Dann gibt's noch böse, das sind Biber. Nein. Scheiße, was hat denn der jetzt schon alles aufgezählt? Das ist ja belastend. Was willst du denn sagen? Dann sage ich, ich drücke auch nicht und sag dir, ob das schon dabei war. Hund. Welche Art von Tiere? Waschbär hat er schon gesagt, aber das ist eher die Bärnummer. Wobei Waschbär ist kein Bär oder sowas, oder? Aber die muss man aber Bär war auch schon, oder nicht? Oder ja, Bär war auch schon. Achso. Bär war und Waschbär war auch. Ist jetzt kein so seltenes Tier, muss ich sagen, so in der Tierwelt. Katze. Gibt's ja aus wenig. Nein. Tiger hat er gesagt. Da kann man jetzt ja echt unendlich viel guessen. Ja, eben. Maus. Es gibt halt schon Tiere, die halt zu dem Franchise passen. Zu dem Universum passen, ne? Deswegen ja auch Schwertfisch und so. Weil ja, ja. Ja, aber die Tiere, die in diesem, zumindest bei Country die drin halt, sind, die haben wir, glaube ich, ja, durch. Stimmt. Nee, wir haben eins noch nicht, aber das überfährt man nicht. Aber nein, du überfährst das nicht, du fährst das dann, du schaltest Alter. Das frei. Wo kommt denn der Bär vor in Donkey Kong? Jay. Wespe. Auch nicht. Eine Wespe? Fünf. Ja, die vier, kommen auch vor. Ja. 3, 2, 1 und ich schließe die Frage. Es wäre ein Hahn gewesen. Den gibt's nicht in Country. Den gibt's nicht. Also den kenne ich zumindest nicht in Country. Country kenne ich den auch nicht. Tja. Frage 23. Wir bleiben im Jahr 1997. Das ist auch eine Multi-Buzzer-Runde. Freunde. Jetzt kommt die Final Fantasy-Frage. Also wieder. Hatten wir schon. Final Fantasy. Na, schade. Im ersten Age of Empires gab es insgesamt 12 Völker zur Auswahl. Azteken. Die Azteken sind nicht dabei. Aber die Chinesen. Sind die nicht erst im Add-on? Ja, leck mich doch am Arsch. Das kann doch nicht sein. Ich hätte auch gerne immer die exakten Namen. In zwei waren die drin. Das waren richtig alte Völker, glaube ich. Kelten. Ja, soweit. Die Kelten sind auch nicht mit dabei, Bram. Die Griechen. Die Griechen, ja. Erstes. Peter. Ägypter. Auch. Christian. Byzantiner. Oh ja. Nein. Weiß jetzt die Briten. Oder? Ja. Ein Langbogenschützen, oder? Nein. Aber ist wahrscheinlich nicht. Nein, das ist okay. Zwei. Franzosen. Französische Königreich. Wie nein. Wahrscheinlich. Die haben doch immer diese die komischen Sachen gesagt, wenn du denen Aufträge gegeben hast. Ululu. Ja, genau. Ist überhaupt noch ein Land bei, weil es heute noch gibt? Nee, glaube ich. Also, da ist einiges dabei, was man auf jeden Fall schon mal gehört hat. Ja. Okay, wir haben einfach die Römer noch nicht. Oh ja, die Römer sind gut. Ja, ist aber nicht dabei. Ja, die Römer waren. Aber die Perser. Die Perser, ja. 3 habt ihr von 12. Geil. Ja, schon nicht schlecht, ey. Japaner. Nein. Okay, das ist also Moment, so ähnlich. Das war so ein Nein. Deswegen sage ich Koreaner. Das ist das Einzige, was ich so gelten lasse. Koreanische Kultur, beziehungsweise die Shosonen. Ja, ach so, natürlich. Das war ja ganz sauber zugedrückt, möchte ich sagen. Das steht ja extra nochmal aufgesplittet dabei, bei allen anderen steht das nicht. Ja, auch zu Recht, das kann man machen. Schon, naja.
Okay, hier, wie hießen keine die? Ahnung. Bram. Azteken. Hatten wir schon. Das hatten wir schon. Hatten wir schon, falsch. Nicht die Maya Jay. Schon? Nee. Die Maya hattet ihr, glaube ich, noch nicht, aber ist auch nicht mit dabei. Hm. Ihr habt vier, es fehlen noch acht. Boah, schwierig, Alter. Wir haben halt wirklich gute, wir haben schon wirklich gute genannt. Osmanen. Auch nicht. Aber ich glaube, sowas wie Japaner ist zum Beispiel drin. Ich habe es nur falsch genannt. Wie heißt das? Heletiker? Helenen? Helenen. Sind das nicht Griechen? Also nein. Ja, sorry, nee, Quatsch, Moment. Du hast recht. Ja, ja. Es ist dabei. Helizia. Okay, das meinte ich nicht, aber. Moment. Moment, das muss ich jetzt nachgucken. Okay. Das muss ich nachgucken. Nee, okay. Du ist es doch nicht mit dabei und das nehmen wir dann auch raus. Nice. Die Hunnen. Ja, auch gut. Nicht. Die Hunnen! Aber die Mongolen. Die wollte ich auch gerade nennen. Auch nicht. Ach, Scheiße. Ja, schade. Also ich glaube, da kommen wir nicht mehr drauf. 4, 3, 2, Rahmen. Preußen. Auch nicht. Nicht alt genug wahrscheinlich, ja? Jay. Vielleicht gibt's die einfach Araber. Oh ja, auch das nicht. Könnte auch sein. Eins und ich schließe das. Wie gesagt, nur die richtigen Namen habe ich immer gelten lassen. Ägypter habt ihr genannt, die Assyrer. Ah ja. Okay. Dann, was ihr auch noch hättet nennen können, die Babylonier. Babylonier. Das hätte man wissen können, ja. Ja, die Chosonen habt da. Griechen, die Hethiter, das ist eben nicht Hellenen, sondern das ist in Asien. Ja, hab ich extra nachgeguckt. Die Minoer. Perser habt ihr genannt, die Phönizier. Oh ja, das hätte man auch noch wissen können. Und dann kommen wahrscheinlich so die in Asien, Shang, Sumera und Yamato. Ach, Sumera, die kennt man doch auch. Mhm. Genau. Christian, hattest du nicht Phönizier gesagt oder hast du was Ähnliches gesagt? Nee, bei Byzantina hatte ich gesagt. Ja. Also, das war scheinbar jetzt Babylonien, ein bisschen schwerer. Ja. Jay, aber trotzdem jetzt mittlerweile mit über 100 Punkten. Bram nah an Christian dran. Ihr anderen drei seid relativ nah beieinander. Frage 24. Nennt mir bitte, wir sind im Jahr 1998, den Erfinder der Metal Gear-Reihe sowie den. Fuck, Domi. Sowie den. Deine Mutter heißt Christine. Das ist meine Antwort. Ist falsch, Christian. Ich gehe mal mit Hideo Kojima und sag Konami. Nein. Adam. Nennt mir bitte den Erfinder der Metal Gear-Reihe sowie den Hauptprotagonisten. Oh mein Gott! Oh Gott! Ich sage mal Hideo Kojima und Solid Snake. Ja, das wollte ich. Oh, hab ich sie euch abgesnackt, obwohl ich das Spiel nie gespielt habe? Die solide Schlange. Du hast die solide Schlange nie gespielt? Krass. Aber trotzdem abgesnackt. Frage 25 Halbzeit. 1998 weiterhin. In welchem Ort wacht Link zu Beginn des Spiels... Christian. Im Bett von dem Typen da. In welchem Ort? Ja, keine Ahnung. Ich weiß, boah, Alter, wie heißt denn das fucking Dorf? Ich weiß nicht, wie der Dorf heißt. Ganondorf. Oh, nee. In welchem Ort wacht Link zu Beginn des Spiels The Legend of Zelda Ocarina of Time auf? Ach, Ocarina of Time. Okay. Ein Ocarina of Time. Boah, Kakariko. Macht vielleicht Sinn, das ist sogar. Gut. Nee, da musst du, glaube ich, hinreisen. Was hast du gesagt, Christian? Nochmal? Kakariko. Aber ich glaube, das ist falsch. Nein. Boah, das klingt ja so, als wäre das super nah dran, oder? Okay. Was du abgelenkt, Andi. Die Frage geht auch noch weiter. So. Aber ich musste sie gerade, weil ich glaube, es ist hier steht, an diesem Ort wuchs er laut Geschichte des Spiels auch auf. Boah, das weiß ich nicht mehr, wie hieß okay, so, wo ist der unbeliebteste Charakter von Nintendo aufgewachsen? Marco Baum. Nein. Christian? Das ist halt Deku Baumdorf. Ach nee, scheiße, das ist ja nicht Marco Baum. Das ist viel zu viel Final Fantasy. Ja, aber Marco ist doch aus Final Fantasy, oder? Ja, ich weiß. Marco? Oh, scheiße. Ja, eine Marco-Energie. Ja. Oh, der Deku-Baum, Marco-Baum. Der Marco-Baum, Junge. Ja, keine Ahnung, ich kenne noch Hateno. Das ist das einzige Städtchen, was ich noch kenne. Hateno. Ja, nee. Vielleicht ist das was. Hätte ich mich aber nicht getraut zu drücken. Ja, denke ich ja für dich. Bram, ich nehme das raus und lasse die Antwort von Christian gelten. Wow. Ich ziehe den anderen die Punkte ab und Christian, du bekommst sie. Du hast Deku-Baum gesagt. Der steht... Ja, in dem Wald. Und ja. Da das hier nicht in der Frage konkreter definiert ist, es wäre hier der Wald als Antwort gewesen, aber das ist ja dann auch in Ordnung.
Einfach nur der Wald steht, oder? Krass. Das ist einfach nur ein Wald. Ich dachte, wie heißt das Dorf? Einfach ja, ich frage dich, wie heißt das Dorf? Nee, an in welchem Ort. Alter. Deswegen ist es nicht so formuliert, ich dass im wir Wald. Das muss man auch sagen, das ist auch wieder Storytelling von Nintendo an der Stelle. Ja, wo ist Link aufgewachsen? Einfach im Wald. Ja, gut, ist Smokey auch. Und ja, okay. Das ist ein legendärer Film. Ja, das ist ein legendärer Film, aber nur weil das jemand geschafft hat mit so einer Beschreibung, heißt das ja nicht, dass Nintendo sich daran stecken kann. Du hast gesagt, du hast Apple-Hate abgelegt. Wieso hast du noch Zelda-Hate? Ja, ja, ganz ehrlich, ja, das ist aber auch... das ist ein Dude, ja, der nicht mal eine Reihe hat, die nach ihm benannt ist. Also wie heißt das Volk nochmal, Bram? Hyrule oder so heißen die. Aber wie ist denn das? Also wie heißt nochmal das Spiel? Das heißt Solid Snake 1, 2, 3, oder? Damn! Das heißt Solid Snake 1, 2, 3 und 4. Achso, okay, cool. Und 5 gibt's auch schon. Wir haben Halbzeit und Jay Pitt mit 113 Punkten, vor Christian mit 93, Bram mit 89, Peter mit 79. Frage 26 ist eine Schätzfrage. Dürft okay, also bitte jetzt wieder eintippen. Oh, das ist gut, wir haben gerade was getrunken. Ja, schön, dass du das machst. Wir sind im Jahr 1998. Okay, 1998. Wie viele Missionen hatte das erste Spiel der Rainbow Six-Reihe, in welchem man VIPs eskortieren, Geiseln befreien und Botschaften von Terroristen zurückerobern musste? Wie viele Missionen hatte das? Steht okay, ja im Namen. Ich lasse die 5821 mal nicht stehen. Andi, ich habe eingeloggt. Ja. Dankeschön. Das Spiel ist ja nicht umsonst Rainbow Six, ne? Jetzt haben auch alle eingeloggt. Bram sagt 7. Ja, ich dachte, ich habe euch damit jetzt gekriegt, weißt du. Peter sagt 9, Christian sagt 10 und Jay sagt 12. Es sind 6. tatsächlich insgesamt 248 oder so. 16! Ja. Nein. Man, was hat denn jetzt so ein Scam, Alter? 16! Das fand ich gut. Wow. Jay bekommt die Punkte. Frage 27. Ich würde meinen 7 ja gewonnen, wenn 6 richtig gewesen wäre. Gehen ins Jahr 1999 und auch hier wieder eine Multibuzzer-Runde. Geil. Da fehlen noch so viele. Wo sind die ganzen ikonischen Spiele? Wo ist Warcraft? Vielleicht kommt das ja noch. Ja, aber wir sind schon bei 99. Also ja, aber ja, vielleicht kommt World of Warcraft 3. Ja, oder Warcraft genau. 3. Kann ja auch eine spätere Version sein. In welchem würde ich auch als größeres Half-Life. Unreal. Oh Gott. Das schon sind ja nur 50 Fragen. Ja, und warum kommt Zelda Ocarina of Time, ne, Bram? Ja, ja, das ist wirklich eine gute Frage, Jay, die du da stellst, ne? So ein plumpes Game, Alter, im Wald aufgewachsen. Civilization war auch nicht dabei. In welchen 4 Städten ist man im ersten Ableger von Driver? Auf unter anderem der PlayStation. Ach, was weiß denn ich, Alter? Ohne Multibuzzer diesmal. San Francisco ist richtig. Ach, es gibt okay. Multibuzzer. Miami, sag. Hab ich nicht mitbekommen. Was hast du gesagt, Bram? Miami. Auch richtig. Geil. Christian. Oh, Los Angeles. Ja. Ja, Jay. Gibt's noch New York. Richtig. Oh. Alle erraten. Das sind alle großen Städte. Jeder eins. Auf locker ja, hier. Gut gemacht. Frage 28, 1999 weiterhin. Mit welcher engen Zusammenarbeit welchen Filmregisseurs entstand der erste Shooter der Medal of Honor-Reihe? Steven Peter. Spielberg. Ja, ja, genau. Okay. Das ist wieder auch so eine Punkte, das ist wieder verdiente Punkte, Peter. In meinem Kopf war es die ganze Zeit Michael Bay. Frage 29, wir gehen ins Jahr 2000. Wie heißt die Währung in Die Sims? Jay. Simeon, glaube ich. Nein. Oh, scheiße. Christian? Sim-Dollar. Auch nicht. Bram? Simalonians? Irgendwie so. Sag das nochmal. Simalonians. Nein, da bin ich jetzt wirklich streng. Ja, ist okay. Christian. Simoleons? Ja, genau, so. Mit O statt mit E. Ja, okay. Ja, ja, Polyphone, okay. Weißt du, ist okay. Ja. Also, wie heißt die? Simoleons. Genau. Also Simoleons geschrieben. Im Deutschen heißt ja auch mal zwei Simoleons. Die Sim-Dollar kamen erst später dazu, die du gegen Echtgeld kaufen kannst. Frage 30. Auch wieder, ihr tippt bitte einen Buchstaben, nicht vorher buzzern. Wir bleiben im Jahr 2000.
Und zwar, wir gehen zu Counter-Strike. In der Anti-Terror-Einheit könnt ihr zwischen 4 Einheiten euren Charakter wählen. Welche Einheit gibt es nicht? Also, welche so, nicht? A. Die Special, den Special Air Service, also SAS. Oder B. Groupe de Intervention de la Gendarmerie Nationale, also GIGN, G-I-G-N. Ja, ja. Oder C. Das war gut ausgesprochen. Grupo Especial de Operaciones. G-E-O, G-O, oder D. Ippidi-bapidi. Okay. Ich hab's gehört. Sorry, oder D. United States Navy SEALs. Oder E. Die GSG 9. Also A. SAS, B. G-I-G-N, C. G-O, D. Die Navy SEALs. Oder E. GSG 9. Andi, ich hab eingeloggt. Danke. Finde ich auch schwer. Hier gab's auch einen Source noch. Glaube ich. Ich habe auch eingeloggt. Ja, ja, das weiß ich. Jetzt haben auch alle eingeloggt. Wir haben 2 Antworten bekommen. Und zwar Peter und Bram sagen beide D. Die United States Navy SEALs gab es nicht. Ja, die Navy SEALs sind doch eine Militäreinheit, oder? Und Christian und Jay sagen beide C. Die ich musste mir auch zwischen C und D entscheiden. Könntest du nochmal sagen, was GIO hieß? Grupo Especial de Operaciones. Wappidi wuppidi. Aber Wappidi wuppidi ist italienisch. Italienisch. Ja. Das ist Spanisch. Warte, was? Das ist eher Jorge González. So. Es gab nicht die Grupo Especial de Operaciones. Ja. Nein. Let's go. Sehr gut. Also, Jay und Christian. Let's ride. Wappidi wuppidi. Er wird nicht mehr geridet. Hier niemand ridet mehr. Russell Wilson ist mehr da. Ja, bald bei dir. Frage 31 ist eine Multibuzzer-Frage. Oh Gott. 2001. Ja, oh, ja. Oh, oh ja. Spiel ja, oh. heißt Gothic. Black and White. Oh, ja. Ach du Scheiße. Ach, du Schande, okay. Peter, Kuh. Das ist richtig. Ja, Affe. Das ist richtig. Tiger. Ja, das waren alle. Ach, achso, die Starter. Ah, oh, die Starter nur. Ich wollte auch Schildkröte sagen. Ja, und Löwe. Haben die nicht auch mit DLCs und? Erst oder gab es die auch wirklich später im Spiel? Die Frage wäre gewesen, auf welche 3 Kreaturen kann man in der ersten Welt zugreifen? Ah, ja. Hat so geliebt, mit dem Tiger die ganzen Tiere, Menschen zu essen. Black and White 2 war auch noch schön. Danach hat Peter Molyneux ist ja einfach verrückt geworden. Na, Fable finden viele auch noch gut. Ja, also Fable 1 ist ja auch richtig gut, aber hatte irgendwie... Der wohl Fable für... Also der hatte, Dungeon Keeper ist auch von dem gewesen, eins und zwei, eins schon, zwei, glaube ich auch. Ne, ich glaube beide. Er hat richtig gute Spiele gemacht und dann irgendwann, weiß ich nicht, was da passiert ist bei dem. Warum gibt es denn kein neues Black and White mal? Das wäre doch geil. Weil Peter Molyneux verrückt geworden ist. Ja, dann gibt es halt irgendwelche anderen Idioten. Also im Endeffekt war das auch nur Tamagotchi und irgendwie Aufbauspiel addiert. Ja, aber das war cool. Ja, fand ich auch. Cool ist auch für Jay zumindest, dass er führt mit 135, für Christian mit 107 und Peter ist nur ein Punkt hinter Brammen, der 95 hat. Frage 32. Wir gehen ins Jahr 2003. An welchem Schauplatz bzw. in welcher bekannten Region beginnt das Spiel Im Call Wald. Of Duty? Omaha Beach. Ja, natürlich. Normandy. Ja, ja das wollte ich hören. Genau, ich wollte, das, da bin im ich jetzt Wald, geografisch hättest du sagen nicht müssen. Gebildet. Das hätte ich gar was? Nicht. Das hätte ich nicht gewusst. Ich will ganz kurz sagen, wir sind jetzt 2003, ja? Das heißt, wir haben 2001 und 2002 durch. Das heißt, Gothic 1 und Gothic 2 sind vorbei. Ja. Alter, das sind ja auch keine ikonischen und Spiele. Und Diablo 2 auch. Es gab ja schon Diablo. Ja, du hast auch Final Fantasy 7 nicht, was ein größeres ikonisches Spiel als Final Fantasy 1 ist. Warcraft 3 ist 2003 gewesen. Ja, aber wahrscheinlich wird es World of Warcraft geben. Ja, oder war es 2.1 und das Add-on war 2.3. Ich glaube, dass es World of Warcraft geben wird. Ja, das kann auch gut sein. Also wir müssen wahrscheinlich mal eine Live-Version machen von diesem Quiz hier. 500 Fragen zu ikonischen Spielen. Boah. Frage 33. Ins Jahr 2007 gehen wir jetzt schon. Wow, what the Jahre fuck? Weil ja, das war ja eine Downtime, Alter. Far Cry ist da gewesen. Ah, das waren ist 5 gewesen. Schlechte Jahre, WoW muss man auch einfach sagen. Gewesen. Was war denn da noch? Stimmt, wir waren 2005, oder? Also, ja. Ja, guck mal. Wie heißt der Assassine, welchen Mann im Rahmen? Ich hoffe, es ist Alter Ihr. Es ist Nein, dann ist der andere. Ezio.
Auditorin auch nicht gesucht. Was? Auch nicht. Scheiße, das wollte ich auch sagen. Ich habe auf Kass getippt. Der heißt John. John. Oh, ey, das war der beste. John. Die Assassine. Ja, mach mal die Frage zu Ende, Ali. Vielleicht. Oh Mann, das ist hier wieder so blöd geschrieben. Jetzt wusste ich, wer hat eben, Alter, ihr gesagt, Bram, ne? Der Erste. So, dann kriegen die anderen hier wieder einen Punkt abgezogen und Bram kriegt den Punkt. Geil. So, dann musst du doch, wenn das richtig war, unsere anderen falschen Antworten danach auch wieder wegnehmen, oder? Weil dem wäre die Frage ja durch. Nein, ist sie eben nicht, weil es eben eine Multibuzzer-Frage ist. Oh. Wusste ich nicht. Jay. Ezio. Habe ich doch gesagt. Das habt ihr gesagt, dass die anderen sind ja weiterhin falsch. Okay, warte. Okay, wie gab's denn noch? Heißt der Assassine, welchen man im ersten Ableger des Assassin's Creed-Reihe spielt? Und wie heißt sein Ebenbild aus der realen Welt? Ja, keine Ahnung. Drammen. Desmond Miles. Ja, das wäre gesucht gewesen. Schreibt am besten, wenn ihr Fragen vorbereitet, Multibuzzer immer davor, dann sehe ich das auch. Nein, ihr bereitet einfach keine Multibuzzer vor. Das wäre Optimum. Vielleicht probieren wir das mal mit einem Freeze oder wie auch immer hier. Wie nennt man das im Spielen, wenn man kurzzeitig einen Buff? Nee, das ist irgendwas anderes. Wenn man kurzzeitig etwas nicht machen kann. Das macht es ja noch randomer, wenn du freischaltest. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht gucken wir mal. Frage 34. Wir planen im Jahr 2007. Wir gehen zu Uncharted. Drake... Der Hauptprotagonist vom ersten Uncharted-Ableger bezeichnet sich selbst als Nachfahre welchen bekannten... Oh, da war Peter Francis Schell. Drake. Oh, genau. Sir, du hast Drake. Den Vornamen vergessen. Ja. Ja, genau. Hallo, ich heiße Sir. No, Francis Drake ist der Nachname. Ohne Frage Bindestich. 35. 2008. Fallout 3. Oh Gott. Auch gutes. Der Spielcharakter verlässt nach seinem Aufwachsen... Megaton. Nein. Nach seinem Aufwachsen einen Atomschutzbunker und durchstreift das durch Atomkrieg lebensfeindliche Umland von Washington DC. Warum tut er das? Nein. Christian. Der sucht seinen Papa. Richtig. Genau. Ah. Aber das ist gut, weil die Vault-Nummer hätte ich auch nicht mehr gewusst. Das hätte fast eine Schätzfrage werden müssen. Vielleicht drei. Der Vater wurde gesprochen von Liam Neeson. Gesundheit. Frage 36. Hey, wusstet ihr, dass Bethesda damals getrickst hat mit der Größe? Nein, wie? Liam Neeson? Ja, die hatten, also man spielt ja am Anfang als Baby, aber es gab keinen Baby-Charakter, also haben die Legend einen großen Charakter genommen und den in den Boden gesetzt. Ja, okay. Wow. Ja. Die alten Trickser. So arbeitet man mit Bethesda. Da kennt man keine Limits. So, jetzt Achtung, Buzzer-Frage. Im Jahre 2009 ging Minecraft in den Early Access. Im Jahr 2023 wurden bereits 300 Millionen Einheiten des Spiels verkauft. Auf welchem Platz befindet sich der Peter. Eins. Der Titel in der Liste der meistverkauften Spiele zum Stand des Jahres 2023 auf dem Platz 1, richtig. Frage 37. Weiterhin 2009. Wie heißt der ikonische Grafikstil, in welchem das düstere... Nein, deine Mutter. Jay. Düstere, scheiße, ich hätte jetzt Cell-Shading gesagt. Hätte ich auch gesagt. Das ist der einzige Grafikstil. Aber was ist denn düster? Ja, genau. Deswegen, also fuck mich jetzt vielleicht ab. Düster? Ich sag Cell-Shading. Ja, ich sag Cell-Shading. Natürlich sag ich Cell-Shading. Ist richtig. Ja, okay, aber ich weiß aber, ich dachte halt Borderlands oder sowas kommt jetzt. Das düstere und schmutzige Action- und Shooter-Spiel Borderlands. Was, okay, das ist doch nicht düster, Alter. Was sagt denn düster? Schön hier. Erinnert ihr euch noch an die Gruselpassagen in Borderlands? Das ist doch krass, Alter. Das hat mich, also das Düster hat mich jetzt echt verwirrt, ey. Was haben wir noch hinbekommen? Frage 38. Der Düsterwald, der war düster. Der war wirklich düster, Alter. Und der hat sogar einen richtigen Namen, der heißt nicht nur Wald. Baumkopf Holzfaust finde ich genau düster, ey. Nee, 2010. WoW, ne? Das war Zelda. Der ist auch Diablo 2. Düsterwald ist Zelda. Oder okay. Das Schwert findest, oder? Das ist WoW. Der Wald. Das ist gut. Ich glaube, das gibt's öfter. Alles verwirrend. Nee, gibt's nur im WoW. Frage an dich. Zelda ist nur der Wald. In Herr der Ringe gibt's das nicht. Bad Company 2 war unter den Fans. Das ist dabei, boah, aber WoW haben wir übersprungen, ja? Bad Company, ich sag einfach mal die Zerstörung der Gebäude. Nein, du musst schlecht sagen. Klar sagen. Schade. Wieso schlecht? Bad Company 2 ja, aber ist das der Bad?
Bad Company 2 war unter den Fans eines der besten Battlefield-Spiele. Ja. Wie hieß dort der Mehrspieler-Modus, in welchem das das Rush. Genau. Der hat Rush eingeführt. Auf der Metro oder so. Conquest gab bei 1942 schon. Okay, sehr gut. Frage 39. Wir gehen ins Jahr 2011. Ach, Pizmeet. In welcher Provinz spielt die Elder Scrolls 5 Skyrim? Jay. Boah. Moment, ich hätte jetzt Skyrim gesagt. Scheiße. Sag ich halt Skyrim. Ja. Das ist richtig. Das ist so richtig, weil Morrowind spielt halt Morrowind. Das verwirrt mich so. Hä? Okay. Die heißt doch immer so wie die Provinz, oder nicht? Ja. Ja, ist aber richtig. Ich dachte, jetzt gibt's noch was Unterbegriff von Skyrim, der gewollt ist. Achso. Nö. Frage 40. Weiterhin 2011. Und da machen wir Schätzfrage draus. Bitte eintippen. Wie lange geht ein Tag-Nacht-Zyklus im Spiel Terraria? Also in... Also einmal Tag und einmal Nacht durch. Nicht einmal Tag, keine Ahnung, eine halbe Stunde und einmal Nacht 60 Minuten. Also für mich ist Tag-Nacht-Zyklus Tag und Nacht. Okay. Zusammen. Zusammen. So würde ich das interpretieren. Ja, war schon cool. Mit Schlafen oder ohne? Alter. Wohlsein. Gesundheit. Danke. Wohlsein? Ja. Eigentlich muss sich ja derjenige, der niest, entschuldigen, ne? Aber eigentlich laut dem letzten Knigge von vor 5 Jahren, ja. Reagiert man da gar nicht mehr drauf, oder? Aber manchmal so? Einfach betretenes Schweigen dann immer so. Ich nies einfach immer aufs Essen des Nachbarn. Das ist mein Knigge. Ja, dann sagt der Nachbar Danke. Du guckst einfach auf die Uhr, wie lange der noch hat. Dann sagst du Entschuldigung. Alle haben eingeloggt. Die geringste Schätzung kommt von Bram, 12 Minuten. Dann gehen wir zu Peter mit 16. Und dann gehen wir zu Christian und Jay. Beide sagen 20 Minutos. Ja, kann alles sein. Richtig irgendwie. Ist tatsächlich das von Brammen, aber in doppelt 24 Minuten und damit haben Christian wieder verarscht. Ohne Scheiß. Alter, merkst du die Shots? Ja, ich merke, wann genau habe ich die Ich bin das Arschloch-Karte gezogen heute? Gar nicht, weil du letzter bist einfach. Ja, weil ich letzter bin einfach. Dann kann man ja nochmal auf mich eintreten oder so, wenn ich schon hinten bin. Ja, deswegen vielleicht. Peter hat jetzt Kurs genommen auf Christian. 113, Christian 119. Christian hat gerade den Abstand zu Peter vergrößert. Ja, aber generell über die Gesamtzeit. Ja, jetzt kommen die neueren Sachen. So, hoffentlich nicht mehr so viele Entwicklerfragen oder so. Das wäre ganz gut, sonst kriegt Peter mich. Frage 41 ist eine Multibuzzer-Runde. Oh, okay. So viele Entwickler können das jetzt nicht sein. 2013. Oder wir kommen jetzt zum Spiel mit den meisten Entwicklern. Alle Entwickler aus der Indie-Booth-Arena, weil da gab es die zuerst. Alle, die Call of Duty jemals entwickelt haben. Da gibt es ja nur 3, oder? Im ersten, The Last of immerhin. Us, gibt es insgesamt 4 was? Ellie. Das ist falsch. Nein, deine Mutter. Jay. 4 was? Klicker. Das ist richtig. Oh, ja. Christian. Boomer. Naja, die heißen nicht Boomer. Nee. Weiß nicht, wie die heißen. Nummer? Gibt es insgesamt 4 Stufen von Infizierten? Ja. Ah, fuck. Naja, ich hätte jetzt gesagt Infizierte. Die erste Stufe. Wie heißen die denn? Ich kann sie dir erklären, die erste Stufe. Ah, Runner? Ja. Ja, die gibt's auch, stimmt. 2 fehlen noch. Warte mal, es gibt noch, was ist denn das 4. Moment? War das Tank? Nein. Das war Left 4 Dead. Ja, das war auch aus Left 4 Dead. die hießen so aber ähnlich. Aber ja, irgendwie so einen gibt's noch. Die Witch gab's auch. Ich weiß gar nicht, was der 4. ist. Christian. Rammer? Nein. Ja, dann sag doch erstmal den 3. Peter. Ja, nee, ich von der Vorstellung her, also den Namen von beiden weiß ich nicht, aber ich kann mir nicht mehr vorstellen, was der 4. ist. Also einer ist doch so ein Digger und Und dann? Was gibt es noch? Ein Sniper. Ich habe keine Ahnung. 5, 4, 3, 2, 1. Und dann schließe ich die Frage. Es gibt
den Clicker, den Runner, den Stalker. Ach jo. Und Bloater. Bloater hieß der. Ich hatte Blascher im Kopf. Oh, aber gut, dass ich nicht Blascher gesagt habe, ey. Ich hab sogar Bloater im Kopf gehabt und dachte, das wäre Left 4 Dead 2. Scheiße. Aua. Das tut weh. Das war der Boomer. Mm. Ja. Komplett lost, Peter, ey. Oder? Theoretisch gibt's auch noch Shambler, ist aber eine Mutation des Bloaters, deswegen hier nicht mit drin. Aber gab's dann so einen Tankmäßigen gar nicht? Ist ja krass. Das war der Bloater, glaube ich. Echt? Und doch, der Bloater ist der Tank. Das ist der, der immer die Dinger geworfen hat zur Artillerie. Der hat die immer geschmissen. Diese Staubkugeln da. Ja. Pilzkugeln. Peter, jetzt nur noch einen Punkt hinter Christian. Frage 42. Da hätte man jetzt überholen können, ne? Ja. 2015 sind wir jetzt. Wir gehen zu The Witcher 3. Oh, da bin ich da. Okay, jetzt halt die Füße still, ich bin am Start. Wie heißt Rittersporn? Das ist falsch. Das ist immer die Standardantwort bei Witcher-Fragen bei uns. Den Namen finde ich jetzt auch immer scheiße, muss ich sagen. Wie heißt der Mentor des Hauptprotagonisten Geralt? Wesemir. Okay. Ach, scheiße. Genau. Ja, die auch. Ja. Wesemir, so ich dir, ne? Genau. Frage 3. Auch immer gesagt. Im Jahr 2017 sind wir jetzt schon. Und zwar bei PUBG. Das ist ein ikonisches Spiel. Wie? Peter. Korea. Nein. Scheiße. Ram. Players Unknown. Auch nicht. Wie heißt die Jay. Die älteste Map heißt Erangel. Ja, genau. Frage 44. Die Antwort aber quasi geschenkt. Weiterhin 2017. Und da machen wir auch eine Schätzfrage draus. Bitte eintippen. Wie viele Schreine gibt es in The Legend of Zelda Breath of the Wild? Woher soll ich wissen, wie viele Schreine es gibt? Schreib einfach den Wald, wieder komplett im Chat. Alter, ist die Antwort Wald? Ich habe keine Ahnung. Alter. Weiß denn nicht, wie viele. Ich weiß nicht mal, was ein Schrein genau ist in dem Spiel. Kann ich mich dahin teleportieren? Ist das so ein Wegpunkt? Da kriegst du dann so die Orden, Grace? Damit du in der Pokémon-Liga antreten kannst. Also nur 8 oder was? Au. Den Tipp wollte ich dir jetzt nicht geben. Ah ne, ich hab höher Ich glaube, du nutzt mich und deswegen habe ich. Nein. Deutlich mehr. Hab 10. Ach, ich hab wirklich keine Ahnung, scheiße. So, alle haben eingeloggt. Die geringste Schätzung kommt von Bram 36. Ah, oh, ist der Trash, Peter, Alter. Was ein sagt schlechter Trash. Ja, aber 75. Wenigstens ist die bei Bram durch 4 teilbar, weil du brauchst da immer 4. Oh. Hm. Dinge, das wusste oder? Ich natürlich. Weiß ich nicht, das ist gerade echt eine Frage. War das nicht 4 oder war das 3? Also Peter sagt 75, Jay sagt 96 und Christian sagt 120. Wir haben einen exakten Treffer. Brammen. Es ist nicht. Du bist nicht. Am weitesten weg. Ja, ey, ist gar kein Problem. Ich wusste, als du meinen Namen Brammen, genannt hast, habe ich nicht mal gezuckt. Ne? Ich wusste, dass du mich jetzt einfach nur mental bumsen möchtest. Ich habe die wenigsten Leute angerufen, Bram. Ja. 96. Du bist, Christian, 120 ist richtig. Ja, da war es 120. 129. Ich habe nicht alle gefunden. Ja, auch nicht. Frage 45. Mhm. Diese Frage wird euch erfreuen. Wir bleiben im Jahr 2017. Das Spiel Fortnite wurde grundlegend von 2 Entwicklerstudios entwickelt. Komm, Peter. Eines davon ist Epic Games. Ja. Wie heißt das andere? Hm. Ah, das andere Games ist das, was Unreal Tournament gemacht hat. Epic? Nee. It's Peter. Software, da sag ich dann. Nee, It's Nein. Software hat Quake gemacht. Aber haben die nicht auch Unreal Tournament gemacht? Nee. Das wäre voll krass. Bytes, oder? Die ja, haben Quake 1 Stell dir vor, die beides gemacht, Peter. Das war John Carmack mit Id Software. Der macht mittlerweile der Autos macht den, mittlerweile macht John Carmack programmierte Raketen. Hm. Oder ich weiß nicht, ob er da auch schon von weg ist. Noch entwickelt? Der von dem anderen halt. Was hat denn Unreal? Der andere, der hieß John Romero bei Id Software. Also ich kann euch vielleicht sagen, was die noch gemacht haben. Ja, Unreal Tournament. Und zwar Painkiller. Oh. Und Gears of War. Wie heißen die denn nochmal? Cliff Bleszinski, du Mofo. Oh. Alter Cliff, Junge. Painkiller müsst man wissen. Ich kenn Remedy. Naja. Nein. Hm. Naja, hab alles gegeben. Wer ist der Cliff Bleszinski?
Cliff Bleszinski hat Gears of War erfunden. Ist das nicht der, der jetzt immer die Bahnstreiks macht? Und der war immer da. Und die hatten, glaube ich, sogar auch eine Kettensäge in ihrem Logo. Aber da bin ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich habe nur vergessen, ja, wie die heißen. Ja, ich glaube, bei Painkiller kommt das dann auch hin. Weil die Chainsaw hießen. Nee. 5, 4, 3, 2, 1. Und ich schließe es. People Can Fly. Heißt okay, wäre ich nicht drauf gekommen, scheiße. Never, das ist doch so easy. Da ist halt auch niemand. Was habe ich denn dann bei Painkiller im Kopf gehabt? Muss ich gleich gucken. Frage 46. Beginn ins Jahr 2018. Und da machen wir eine Buzzer-Frage draus. In welchem Jahr spielt Red 22. Dead Redemption 2? Boah. Da machen wir eine Buzzer-Frage raus. Ja. Yeah. Sollte man das wissen? Ist das so wie gesagt, beginnt das Spiel vielleicht mit im Jahre 1904? Es wird diverse Male, glaube ich, da erwähnt. Aber ja, du spielst das Spiel halt 120 Stunden und wenn das am Anfang erwähnt wird, irgendwann nochmal, dann. Dann machen wir eine Schätzfrage draus und 5, 4, 3, 2, 1 und ihr dürft bitte tippen. Okay. So. Ich habe keinen Plan. Ich habe aber eingeloggt, Andi. Mhm. Eingeloggt Andi ist auch ein guter Name. Das ist der krasseste Superheld. Eingeloggt Andi. Alle haben eingeloggt sogar. Peter sagt 1809. Dann kommt Jay mit 1850. Christian sagt 1867 und Bram sagt 1884. Kann alles sein. Wir haben keinen exakten Treffer. Ach, welcher Zufall. Das ist ja komisch. Ja, sehr komisch. Aber Brammen. Ja, wow, du bist am weitesten diesmal weg. Am nächsten dran. Ich bin am nächsten dran, ist auch okay. Du bist am nächsten dran, 1899 ist auch, richtig. Oh, ist ja auch mein Game, muss ich sagen. Ja, Peter war 90 Jahre entfernt. Upsi. Mhm. Frage 47. Gab es schon Strom? Oh. Seit wann gibt es Strom? Ist das, weiß man da, ist das so ein... Weiß man das? Ja, weiß man nicht. Keine Ahnung. Ich habe gar keine Ahnung von Strom. Fällt mir auf. Frage 47. Wir bleiben im Jahr 2018. Für welche Plattform erschien Super Smash Bros. Christian. Boah, bestimmt für die Wii U. Nein. Bram. Für die Switch. Ja. Ups, was denn genau? Switch. Frage 48. Das macht ja auch voll Sinn, wir sind ja in dem Jahr, oh mein Gott. Oh Mann. Frage 48, Jay führt weiter mit 167, Christian 131, 2 Punkte vor Peter. Ja, Bram ist auch wieder voll am Stissel, super Peter spannend gerade. 5 Punkte vor Bram. 2 Fragen noch. Haben wir noch? 2? Nein, 3. Oh, okay. Sorry, ich alle weg. Mathe, Mann. Wir gehen ins Jahr 2020. Wo hat das Entwicklerstudio von... Keine Ahnung. Check. Naja, also ich würde mal sagen, in Warschau, man. Polen. Der hat aber auch so eine geniale Art zu drücken, ja, dass er ja noch genau die relevante Information genau von Andi gesagt hat. Hat er noch mitbekommen. Richtig, man ja. Man muss das halt maximieren sein. Das ist halt auch dann ein Talent. Ach so. Okay. Ja. Cyberpunk 2077. Wenn man das Talent hat, hat man an anderen Stellen vielleicht ein bisschen weniger Talent. Das Frage stimmt, beim Sex zum Beispiel. Ja, genau. Frage 49. Ja, 2023 jetzt. Larian Ahnung. Studios in Belgien. Nein. Wir sind bei Hogwarts Legacy. Ja. Neben der bekannten Zauberschule Hogwarts könnt ihr im Spiel auch ein Zaubererdorf besuchen. Wie heißt dieses? Hogsmeade. Ja, genau. So hieß das. Ihr habt so viele Chancen, ne? 2 Punkte vor Bram, vor Peter, sorry. Und verteidige Peter, Chris. 5 Punkte vor Bram, 4 für eine richtige Antwort. Wir kommen zur letzten Frage. Multibuzzer. Es ist eine ganz normale Buzzer-Frage. Ohne Zweifel wird GTA 6 voraussichtlich 2025. Vice City. Nein. Christian. Ist auch Miami. Auch nicht. Oh, auch nicht schlecht. Ein weiteres ikonisches Spiel der Reihe. Wie heißt der fiktive Bundesstaat, in welchem das Spiel spielen wird?
Der Bundesstaat, keine Ahnung. Der fiktive Bundesstaat. Ja, ja. Okay, aber wenn es Vice City nicht ist, ich dachte, das wäre... Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt einen Bundesstaat überhaupt gibt. Also, doch, die haben das... London. Nein. Im Trailer steht nicht Florida Man, sondern da steht was anderes. Weil das ist ja dann das Pendant zu Florida, oder? Wahrscheinlich. Ich weiß nur nicht mehr, was da stand, leider. Ja. Schade. Christian und Peter. Wait, hast du das jetzt absichtlich gemacht, Christian? Ich hab dir die Möglichkeit gegeben, entweder sind wir beide Zweiter oder du wirst Zweiter. Ich habe aber keine Ahnung. 5, 4, 3, 2, 1. Und ich schließe die Frage, Christian, mit London. Das geht schon phonetisch in die Richtung. Es ist Leonida. Na klar. Okay. Leonida Man, ja. Ne, passt. Leonida, ja. Da haben die einfach den Namen von 300 genommen, von Leonidas. Da haben sich gedacht, Bundesstaat. Das ist die Idee. Das war die letzte Frage. Und Jay, du gewinnst mit 177 Punkten. Hätte ich niemals gedacht, aber gut, die Multibuzzer-Runden, die ersten zwei waren auch sehr glücklich, weil das halt genau die Spiele waren, die ich halt kannte. Und du klickst auch immer perfekt, um durchzukommen. Ja. Das stimmt. Christian und Peter, 133, beide auf dem zweiten Platz. Bramen, 128, weit abgeschlagen auf dem letzten Platz. Ja, ey, das passiert nämlich, wenn man so benachteiligt wird, ne? Schüli fürs Vorbereiten dieser Fragen. Dankeschön an euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.